Hallo YouTube, was geht? Ist wieder soweit. Wir machen heute Lasagne. Mit dabei ist Ehrenbruder Danny, X the Solution, X the Genius. Meisterkoch. Meisterkoch. Wir machen heute Lasagne. Lass einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über einen Kommentar und genieße die Lasagne. Also Zwiebeln und gehacktes anbraten. Ich will Zwiebeln schneiden. Du willst Zwiebeln schneiden. Jo. Zwiebeln schneidet Danny. Was mache ich? Knoblauch dazu pressen, Tomatensauce dazu und würzen. Okay, ist das die Tomatensauce? Ist das die Tomatensauce? Oh, Miki hat was überanstanden, glaube ich, oder? Oh! Ist okay. Der saure Boss. Okay, wie schneidet man Knoblauch? Wie willst du Knoblauch schneiden? Mal tauschen, kann ich. Ich habe oft Rosinen geschaut, ich bin Profi. Okay, soll ich dir zeigen, wie man eine Zwiebel schneidet, ohne zu drehen? Wasser im Mund. Nein. Geht auch? Brot im Mund. Geht auch? Taucherbrille. Du musst einfach nur das hier hinten abschneiden. Das ist Lüge. Das schneidest du eh beides ab. Du musst nur das hier abschneiden und dann helfen und dann drehen zu lassen. Aber man schneidet auch immer beides ab. Ja, das kannst du jetzt abschneiden. Das musst du dann lassen, also das kann, nö, das kannst du auch schneiden. Nur das muss immer ab. Und dann tränt das nicht. Der Knoblauch ist sehr hart. Irgendwas mache ich falsch. Ich würde ihn einfach aufbrechen. Also irgendwie so. Ah, okay, guck mal. Ich habe hier eine Knoblauchzehe, okay. Nennt man das. Das hier ist eine Knoblauchzehe. Ein langes Messer haust du einfach rauf. Ja. Also dann ist sie nicht gepresst, aber dann ist sie halt, weiß ich, habe ich halt oft gesehen. Keine Ahnung. Guck mal, ich nehme die Knoblauchzehe, pack sie da rein. Oh, 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 Big Brain. Das finde ich gut im Move. Alles gut. Es sind jetzt vier Teile. Das ist schon ein bisschen sehr grob, oder? Nein! Schon sehr grob. Das ist sehr grob hier. Nee, meins meine ich. Ja, aber meins auch. Zack, 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 zack. Reicht das an Knoblauch oder brauchen wir noch mehr, Chat? Brauchen wir noch mehr? Okay. Was nehmen wir an Soße? Was steht da? Dazu pressen. Tomatensauce dazu und würzen. Mhm. Wie viel Tomatensauce nehmen wir denn davon? Wir brauchen jetzt einen Behälter, wo wir das drin mixen. Wir braten das ja alles zusammen an und dann hauen wir aber da in die Pfanne die Soße, right? Und dann ist die Pfanne der Behälter. Zwiebel und gehacktes anbraten. Knoblauch dazu pressen und gehacktes. Okay, also auch das Rinder. Guck mal hier, Zwiebeln. Wie viel Hack ist das? 52, glaube ich. Chat, wen würden die eher einstellen als Koch? Miki oder mich? 52 Gramm Rinderhack. Könnte ruhig 300 sein können. Ja, ne? So, sag's aber euch. Was für eine Pfanne? Wie groß soll die Pfanne sein? Aber große Pfanne, Monsterpfanne, Abfahrt. Ganz genau, Greedy, ganz genau. Der? Ehrlich. Aber die Zwiebeln sind sehr stark. Da will ich mich selber loben, jetzt sind sehr starke Zwiebeln. Das sind keine Würfel, das ist sehr stark. Zwiebeln, Knoblauch, Hack. Braten wir jetzt an. Wir braten jetzt Zwiebeln und gehacktes und das Auflaufform fetten, ein Drittel Soße rein. Ganzes Hack reinballern. Haut man erst die Zwiebeln an, schwitzt man die an mäßig? Nee, oder? Nee, Alter. Hack und Zwiebeln und dann einmal so ein bisschen durch. So Zwiebeln, Hack rein. Aber wie lang? Bis das Hack ein bisschen braun ist mäßig. Oh, erst Zwiebeln und Knoblauch anbraten klingt wild. Aber Knoblauch anbraten, macht man das? Ich glaube nicht, oder? Weiß nicht. Zwiebeln, gehacktes anbraten, dann Knoblauch dazu pressen. Also Knoblauch quasi als drittes. Was ist das? Das ist zum Braten. Viel zu viel Bratfett? Nö. Gucken wir uns an. Nö. Das ist ein bisschen wenig, würde ich sogar sagen. Wir machen jetzt die Zwiebeln rein. Und dann 10, 20 Sekunden später Hack rein. Das finde ich eigentlich schon gut in Call. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Hast du echt gut geschnibbelt. Prost! Man gibt sich Mühe. Man gibt sich so. Mühe. Auch und Alter. Da, an dieser Stelle geht Kuss raus an Simon Unge, der mir einen signierten Miki TV Just Spices Kochlöffel. No way. Dadurch, dass wir ein bisschen mehr genommen haben, das hilft uns jetzt an dieser Stelle auch. Nicht schon, verstehst du? Damit es nicht backen bleibt. Genau, weißt du, es backt dann nicht und einfach ein bisschen umrühren, dann Hack rein und dann wird ein gewaltiger Schuh aus der Nummer. Wie viel hast du gemacht? Auf 8 ist doch schon heavy, oder? 8 ist heavy, oder? Was ist Maximum? 10? 9. Oh, erst Hack, dann zieh mir den Hauber Hack rein, oder? Einer mit. Das sind keine Meisterköche. Right? Bam. Profiköche hier im Chat. Ja, stimmt. Das muss schon ein bisschen, ja. Das riecht schon so geil, ne? Okay, Tomatensauce dazu und würzen. Hier steht halt 3 Gläser Tomatensauce. 3 solche Monstergläser da rein. 3. 3 solche Gläser für 250 Gramm Hack, Bro. Ich würde auch mit 2 gehen wollen, aber wir committen, Micky, wir gehen rein. Rein. Hier. Boah, 3 Stück ist heavy. Okay, das ist okay. Heavy. Ich truste. Ich truste auch. Ich truste, wir trusten. Alter, warte mal. Bro, guck mal. Das ist zu viel, das wird nur Tomate sein. Aber das Ding wird voll sein, ich ja? Ich bin da eigentlich bei dir, aber... Ne, warte. Weichen wir vom Rezept ab, machen wir nur 2 Gläser, dass wir noch ein bisschen Hack schmecken. Mehr Hack rein. Wir hatten nur 250 Gramm. Es wurde gespart am Hack. Ausrufezeichen Spende. Viele schon 3. Lass ich... Rein damit. Ich würde sagen, wir bleiben am Rezept. Wir bleiben am Rezept. 2 recht vollkommen. Ich fahre auch damit. Würdest du sagen nicht? Das reicht, guck mal, Bro. Magst du das lieber, wenn das mehr nach Tomate schmeckt oder magst du das mehr, wenn das ein bisschen mehr nach Nudeln und Hack schmeckt? Hauptsache, es schmeckt irgendwie. Hauptsache, das ist nicht grauenvoll. Also ich bin dafür, wir bleiben bei Hack und verzichten auf einen Napoli und machen dann lieber eine zierlichere Schicht. Okay, okay. Okay, so. An, okay, ja.
an Tomatensoße, okay. Hack und. Ich bin gespannt, okay, ja, okay, machen wir. Wir weichen jetzt vom Rezept ab. Würzen. Würzen? Okay, mit was würzen wir? Salz, Pfeffer. Wir haben hier mitbekommen, Kräuter der Provinz. Provence. Provinz. Provinz. Ich bleib bei Provinz, hört sich Provinz, besser an. Provinz. Kräuter der Provinz. Ja, dann darf ein bisschen was rein. Gemüse, Bouillon noch dazu. Würzig, gemüsig, mit extra viel Gemüse. Oregano. Und dazu ist keine Angabe. Bam. Da musst du freestylen. Da musst du freestylen jetzt. Also jetzt mit den Gewürzen freestylen? Also da steht keine Menge. Steht auch Gemüsebrötel, ne? Also auch da nein, das nicht rein. Da steht er aber. Ja, das bisschen rein? Ja, wir können nicht da jetzt mit rein. Das Disrespect, wenn wir jetzt alles sagen nein. Ja, okay. Oder? Ich würde schon sagen ja. Muss rein. Oh, ich finde es süß. Ist nicht meins. Holt mich auch nicht ab, Digga. Holt mich nicht ab. Hab mich zu Hause stehen lassen. Bisschen Zucker. Bisschen Zucker? Wollen wir ein bisschen Zucker reinmachen? Das haut meine Mutter dann bei Brokkoli rein, glaube ich. Mal ein bisschen Zucker reinmachen? Ich sehe nicht nach Zucker aus. Nein, Micky, ich will keinen Zucker. Okay, kein Zucker. Na doch, mach ein bisschen. Bisschen Zucker. Wir machen ein bisschen Zucker rein, warte. Ein bisschen rühren. Echt nicht ins. Das war wirklich eine Prise Zucker. Also das eine Prise, eine Prise. Das war nicht mal ein halber. Das war gar nichts. Da war nichts. Nüs. Ich mache einfach so, ja? Würdest du das nicht bei Enten zu Weihnachten? Noch einen? Noch so einen kleinen? Oder reicht? Ein kleiner geht noch, glaube ich, oder? Ein kleiner. Kräuter der Provinz sind durch. Das riecht aber gut, das passt, glaube ich. Das passt gut. Und jetzt musst du einmal von unten das so ein bisschen, weißt du? Durchheben mäßig. Durchheben. Jetzt gibt es gleich einen kleinen Probetest. Viel Salz? Was? War nicht viel Salz. Ah, Chat, komm. Obwohl mein Bruder meinte, ich versalze immer alles. Ja, ich auch. Diesmal war es aber du. Obwohl ich jetzt aber abgewinkt. Ich hole mir einen Löffel fürs Abschmecken. Ist gut, ist gut. Hier, du kannst auch den nehmen sonst. Wir sind auf dem Weg. Wir sind gut auf dem Weg. Was fehlt? Es fehlt ein bisschen hier Dings. Zucker. Ey, das hat aber Pep. Es hat Pep. Wir sind auch gut auf dem Weg. Und auch auf keinen versalzen. Das Ding ist, wir haben die Messlatte für Konditorei Mast sehr hochgelegt wegen dem perfekten Maulwurf. Der war auch schon stark. Der war sehr stark. Irgendwas fehlt. Chat, was fehlt? Chili, Schärfe, Rotschärfe, ein bisschen Schärfe. Chili, Meersalz, Zimt. Nee, Zimt nicht. Ist es die Brühe, die fehlt? Würzig, gemüsig mit extra viel Gemüse. Lass mal riechen. Mich holt's nicht ab. Mich hat's noch nie abgeholt. Ist es die Chili, die fehlt, Chat? Wir brauchen jetzt... Einen halben Esslöffel, einen halben Teelöffel von der Brühe. Einen halben Löffel Empogy. Empogy, Werbung. Empogy, boom. Boom. Aber welcher Geschmack von Empogy? Wir brauchen eigentlich was anheizt. Also ich würde sagen, wir testen einen halben Löffel davon aus, von der Brühe. Nein. Würdest du echt nicht sagen? Nee, würde ich nicht ich sagen. Finde halt, das hoffe minimal. Minimal kannst du reinmachen. War von deiner Omi, oder, das Rezept? Ach so, mach mal. Guck hier, die Mutter. Ein bisschen. Schönes Rezept, klar. Müssen wir schon klein machen, richtig. Klein süßen. Guck mal hier, das ist echt nicht viel. Für die Nuance so ein bisschen. Für die Nuance finde ich gut. Ja, so ein bisschen auf Krampf. Sollen wir den Cayenne-Pfeffer noch reinmachen? Lass doch nochmal Pfeffer. Ist die Chili, was wir reinmachen müssen. Rosmarin ist hier. Fleisch und Gyros sehe ich uns auch. Basilikum. Dillspitzen. Aha. Was hab ich alles hier? Ich glaube, ich bin bestimmt ein bisschen komisch aus, wenn ich hier so unten hocke, Mami geht. Für die Verlenkung. Glaube ich ein bisschen länger hier. Hier ist Chili, Bro. Hier ist Chili. Soll ich machen oder willst du? Ja, mach du. Oh, das kann man kaum erkennen. Mach mal ruhig. Da kommt viel raus. Ja. So? Mach Stopp. Mal ein bisschen nur. Nur ein bisschen. Müh. Ich riech's den direkt. Spice, ja. Spice riecht man richtig. Ist hier ein bisschen Spice. So, jetzt Auflaufform fetten. Dann ein Drittel Soße rein. Viel besser. Probier. Sagst du es kaum? Ist perfekt. Das hat's gefehlt. Probier! I'm serious. Also die ist wirklich sehr, sehr eigen. Das ist kein 0 auf 15 Dings. Sehr stark. Würdest du essen? Hundertprozentig. Ich auch. Hundertprozentig. Wirklich gut. Wirklich gut. Wird es die große oder wird es die kleine? Okay, ich bitte dich. Es wird selbstverständlich die große. Nimm sie vom Feuer. Guter Call, oder? Vom Feuer nehmen. Dann zuerst ein Drittel Soße rein. Und dann kommen die Blätter der Lasagne. Mach das jetzt so. Ach, scheiße, Bullshit. Ach, scheiße. Ihr habt die auch nicht probiert, right? Nimm das jetzt so auf den Zewa und dann fette ich das Ding ein. Ja, sieht beautiful aus. Wird schön trocken, kann die trocken werden. Zu wenig Soße. Ist genau auf den Punkt. Genau auf den Punkt. Da muss mehr Soße rein. Aber jetzt noch die Dings rein. Jetzt bin ich gebrochen, wenn wir das machen. Ich war vorher down. Ja. Vorher war ich down. Aber jetzt ist das zu machen. Dann müssen wir alles wieder neu würzen, weil das halt die Menge anders ist. Ich würde sagen, rein damit. Bisschen rein, die Hälfte rein. Hälfte finde ich gut. Hälfte ist guter Call. Hälfte und ich mische es runter. Aber jetzt so spät ist. Ja, komm, schnell. Es fällt gar nicht auf. Aua. Das war heiß. Hier spricht die Gourmet-Polizei. Bitte beenden Sie dieses Desaster. Schön. Hier genau, genau so.
Ich believe darin, dass es perfekt wird. Okay, okay, okay. Wir lassen es genauso. Es ist perfekt, mach dir keinen Kopf. Guck mal, wie ich schwenke. Musst du auch nicht lange stehen lassen mehr drauf. Jetzt ein Drittel der Soße rein, das machst du. Ein Drittel abschätzen. Ach du Scheiße. Ein Drittel abschätzen, Scheiße. Da seh ich dich. Kannst du den Löffel rausnehmen? Oh ja, mach ich. Nimm den Löffel raus, bitte. Ja, oder? So, ist das ein Drittel? Das ist ein Drittel. Und dann kommen die Blätter drauf, glaube ich, die ersten. Das ist kein Drittel, Bro. Ist kein Drittel? Mach mal einen Löffel rein. Ja, guck mal, ich mache hier noch so einen kleinen, guck mal so. Ja, ja, das ist gut, der kommt. Ja, das ist es. Das ist es. Und jetzt sollen die Platten rein? Ich frage mich aber gerade, muss der Boden bedeckt sein komplett? Macht das einen Unterschied irgendwie? Und vielleicht ist auch der Call nicht bad, theoretisch, dass die Blätter unten sind, right? Nein, die Blätter dürfen nicht unten sein. Okay, gut. Das ist der Magic-Trick. So, dass der Boden ein wenig bedeckt ist, auf den Punkt. Ist wenig bedeckt. Und so, jetzt die Platten so? Jetzt Blätter drauf, ja. Also so? Ja. Mach, dass sie leicht überlappen, ja? Ja. Dass sie nur ganz leicht, also sie müssen nur wirklich, was machen wir denn jetzt? So, füllen wir das auf und schichten und schichten und schichten, was machen wir jetzt? Jetzt kommt vorletzte Schicht. Schmand und letzte Schicht. Geriebener Gouda. Wir machen es einfach nochmal, jetzt würde ich sagen. Noch einmal Soße, noch einmal Nudeln, right? Aber was mit dem Schmand? Was ist? Das ist die vorletzte Schicht, der Schmand, vorletzte Schicht. Wir brauchen eine Reibe für den Gouda. Also wir machen jetzt, weil das ist ja jetzt die vorletzte Schicht, die kommt, oder? Wir haben ein Drittel drin jetzt schon, ein Drittel. Oh ja, stimmt. Ein Drittel. Okay, aber kommt dann jetzt zwei Drittel Schicht, noch ein Drittel, also kommt jetzt die vorletzte? Würde ich sagen, oder nicht? Macht doch Sinn. Oder wie viele Schichten von den Platten kommen denn? 2, 5, egal. Also ich würde sagen, wir machen jetzt Schmand und letzte Schicht. Kann doch richtig sein. Obwohl, nein, letzten. So ist richtig und wichtig. Strong. Wir haben auch viel Soße auch eigentlich. Ja, ja, ja. Jetzt lass noch eine Schicht machen. Nein, der Selbstbewusste muss jetzt auch ein bisschen raus. Verstehst du das? Wir müssen jetzt confident sein. Die Zuschauer müssen jetzt auch staunen. Kommen jetzt noch 8 Platten. Aber was ist Danny? Mach ein bisschen mehr Soße drauf, würde ich auch sagen. Ein bisschen mehr Soße. Ja. Die Dinger müssen ja auch echt durch werden, ne? Das ist so ein Problem, glaube ich, vielleicht. Die müssen ja drin schwimmen so mäßig, dass die ja durch werden. Und das ist eher so nicht schwimmen. Wir brauchen die Soße. Das ist jetzt die vorletzte, die kommt. Wir müssen auf jeden Fall, die Ränder müssen bedeckt sein. Und zwar womit? Ja, mit Soße, glaube ich. Ja, aber das machen wir ja gleich. Okay. Das machen wir ja gleich. Wir müssen ja erstmal den Turm bauen. Und jetzt füllen wir ein bisschen auf und dann kommt die letzte Schicht. Ich würde jetzt sagen, du haust jetzt die ganze Soße drauf, machst den Schmand drauf und dann den Käse und fertig. Ja, jetzt alles drauf. Jetzt Soße, Schmand, Käse und Abfahrt. Jetzt bist du da bei mir erstmal, bist du da bei mir oder nicht? Ich bin jetzt dabei, dass ich jetzt hier alles, was ich jetzt habe, da jetzt drauf mache. Ja, das würde ich sagen. Und dann kratz es da rein. Probier. Kratz es rein, tu es rein. Bist du mach alles drauf. Lass uns aber gucken, dass sie verteilt ist. Verteilung, da die Kanten müssen. Verteilung. Ich habe es völlig unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viel Soße brauchen. Wir hätten uns an das Rezept halten müssen. Die Mama vom Techniker hatte recht, wir hatten Unrecht. Boom, fertig aus. 7 von 10 wird das, sympathisch. 10 von 10, Kuss. Ofen vorheizen. Okay. Ihr habt 200 Grad Umluft. Okay. Umluft? Hast du Umluft? Chat, ja. Also, Danny, ich guck mir das jetzt hier gerade an, ja? Das machst du gerade gut. Und ich sag dir ganz ehrlich, das wird hier. Ich habe ein bisschen, natürlich, wir haben jetzt das Hack und die Soße, wir haben das ein bisschen lange draufgelassen, das hat ein bisschen lange gebrutzelt. Ja, was war ja auch auf 7, wäre nicht auf 9 oder so. Aber ich sage euch so, wie es ist, das wird hier eine stronge Nummer. Guck mal, ob ihr wollt oder nicht. Danny, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich brauche massig Käse. Ja, ja, nicht weit. Massig. Da haben wir ein Stück mittelalten Gouda. Einfach genauso auflegen, das Ding, würde ich sagen. Genauso auflegen, einfach. Feier ich. Hier, zum Naschen? Ja, ist... Er ist strong. Müssen wir eben gehen. Mm. Ja, ist gut, aber ist strong. Ja. Jetzt müssen wir ja einmal den Rand hier einmal... Bisschen ein abreiben auf süß. Oh, Bro, das ist Krampf. Bisschen Training nochmal, Mickey. Der Left Hook muss trainiert werden. Einfach erstmal alles in die Schüssel reinballern und dann verteilen. Boah, das war ein strong Call. Best so in den Finger rein, alles blutet. Perfekt. Und dann gebannt. Und der Käse noch, ja. Und die Lasagne nicht fertig. Ja. Gut gesaved noch, gut gesaved. Hatte kurz Nasenbluten. Das ist stark. Oh. Also jetzt von der Optik schon eine 10 von 10 fast. Das war, der hat ihn geantwortet. Er meinte, ja, du hast komplett recht. Danny macht Küche sauber. Gelächter. We did it. We did it, baby. We done it. Mach auf das Ding. Das kann ich aufmachen. Das ist stark. 40 Minuten, bis die Nudeln gar sind. Clap in den Chat, bitte. GGs. Clap in den Chat. Clap, 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 clap. Baby, we done it.
Oh mein Gott, Danny kommt da gerade. Danny kommt da gerade mit der Lasagne. Einen Moment. Ich bin der Erste, der jetzt die Lasagne probiert. Ich denke, es wird eine 8. Ist nach. Alle, die 3 bis 4 geschrieben haben, lächerlich. Lächerlich. 8, bin ich bei dir. Mein 8 Wurf. Let's go. War ein voller Erfolg. Es folgt der dritte Teil. Oh mein Gott. Wichtig und richtig.